Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Bus-Simulator 18, heute mal wieder im Multiplayer, zusammen mit den wirklich hervorragenden Busfahrern, Boxe und Werner von Burning Gamers und dem Sachsen-Let's Player, der sich gerade schon aufwärmt. Ja, hallo! Mahlzeit! So, wir haben es schon ein paar Mal versucht aufzunehmen. Es sind immer Dinge passiert, deswegen haben wir jetzt können uns wir jetzt auf mal eine Regel geeinigt, nämlich, dass wir nicht die Türen versperren. Ansonsten ist alles offen und ich würde sagen, wir besteigen unsere Busse und werden dann unsere Tour hier vorne am Zopf starten und dann durch die Stadt und über die Autobahn fahren. Und wird ein Highlight, ist aber sicherlich kein Skill, den man hier sehen wird. Nee, so. Definitiv nicht. Also da nicht zu große Erwartungen haben. Kann ich jetzt nicht Haltebuch 2. Kann ich jetzt nicht gleich in eine andere Haltebuch fahren? Nein. Oh Mann. Herr Busfahrer, da vorne steht doch schon wieder jeder. Ah. Nee. So, ich halte extra etwas weiter vorne für die Herren, dass da mehr geht. Machen wir noch weiter vorne. Das geht nicht, weil sonst wären wir außerhalb. Danke für den Schaden. Hi. Ja, ich bin jetzt möglichst weit durchgefahren. So, ich mach mal Tür auf. Wenn jemand kommen will zu mir, ich bin der mit dem schönen Bus. So, Jungs, steigen Sie ein, wir haben keine Kommt Zeit. Sie an. Ich hab Heizung an. Kommen Sie hin. Nee, er ist schon okay, wieder. Gehen Sie weiter nach hinten, dann haben wir das Problem. Das sehe ich schon wieder im Rückspiegel, dass irgendjemand es ist einfach ein Träumchen hier. Ein absolutes Träumchen. Hallo. Hallo, bei mir steigen gerade die Leute ein. Oh nee. Stau. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott, daher. Werner ist ein richtig freundlicher Bau. Natürlich. Zuvorkommen. Man kennt ihn. Überall die Kopfkiste schon bereitgestellt. Das ist doch nett. Das nennt man Service, ja, findet man in Deutschland selten. Will er nicht meine guten Stoffbezüge hier versaut haben? Naja. Das ist nämlich Werners eigener Bus. Werner hat den Bus irgendwann mal gekauft. Wisst ihr, das ist die Story von Werner. Viele denken ja, sie wissen vieles über Werner, gerade seit irgendwelchen Interviews oder sowas, aber das ist die wahre Story. Werner hat sich irgendwann mal einen Bus gekauft und seitdem fährt er Tag ein, Tag aus mit dem Bus durch die Stadt. Der hat gar das keine Befähigung dazu, aber macht er einfach. Ist richtig. Ja, man kennt ihn. Aber so, wenn Leute Blinddarm operieren können, ohne Berechtigung, kann ich auch Bus fahren, weißt du? So. Das ist ein gelungener Vergleich. Bin da. Vorne mit deinem Postings. Fährst du mir nach? Ja, ich bin hinter dir. Aber das Navi sagt was anderes. Oh. Aber ich glaube, das Navi stimmt nicht. Oh, der Boxe, der kommt. Ich glaube, ich ist noch vor dem Boxe. Wo bist du denn jetzt? Du bist auf der Parallelstraße zu mir. Achso. What? Ah, yo. Ja, weil er nach Navi gefahren ist. Ich bin auch nach Navi gefahren. Nee. Ich habe 40.000 Euro aber Schaden. Hä? Ja, ich auch. Aber wieso? 40.000, da hast du einen Fußgänger mitgenommen. Zweimal. Weil ein Fußgänger bringt 20.000. What? Aber wo soll der Fußgänger gewesen sein? Bei Morgana. Gesehen. Ich habe auch nicht gesehen. Naja, normalerweise wirst du dann noch zurückgesetzt. Nee, ich bin Ganz normal weitergekommen. Wurden aber nicht zurückgesetzt. Ja, dann keine Ahnung. Grüße genau, das ist ans Spiel. Also vielleicht habe ich ihn übersehen, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Guten Tag. Oh, so, die übrigen Passagiere nehmen den nächsten Bus. Gehen Sie zu Werner. Ich wollte gerade fragen, ob ich die Haltestelle überspringen kann, aber. Nee, da warten noch Menschen. Oh, da ist jemand mit Minirock. Hallo. Das ist jetzt hier komplett los. Oh, Leute. Da hört wieder zu laut jemand Musik. Ich baue mal den Baseballschläger. Ja, wow, mein Bus, Alter, steckt fest hier. Ist der Bus steckt fest? Oh. Gott sei Dank hat's der Boxe nicht mehr. Ich glaube, da fährt jemand schwarz bei mir. Ich glaube, der Boxe war es auch mit den 40.000. Ja, genau. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, der lässt mich raus. Ja, lässt mich raus. Danke! Pass auf, dass deine Türen gleich noch funktionieren. Ja, das kann ich das mir nicht Frechheit, vorstellen, ne? Dass es nochmal gemacht wird. So, jetzt ist hier Stausimulator. Wenn jemand den Ansgar sieht, kann den jemand aufhalten? Bin gleich da. Herr Busfahrer? Ansgar fährt vor mir, ich traue mich nicht zu überholen. Wobei, es wäre eine strichlinie Linie, also eigentlich dürfte ich ja. Alter, ist denn hier los? Die Frage ist nur, ob du dann da vorne wieder reinkommst. Also, das ist eben das Problem. Ich würde es nicht machen. Kleiner Tipp. Aber vielleicht. Eigentlich würde ich mir auch gerne angucken, wie es aussieht, wenn du es machst. Ist hier viel Verkehr bei dir vorne? Ach, weißt du was? Was kostet die Welt? Ich habe nämlich einen Plan. Das ist bestimmt, wo da steht ein Radarkasten. Entschuldigung. Das hat nicht so funktioniert. Wieso werde ich eigentlich mitbestraft, wenn du in mich reinfährst? Weil das Spiel gut ist. Du standst einfach im Weg.
Das kennt man ja aus dem Stau. Ja, ja, ne? Natürlich. Wenn Stau ist, die standen einfach im Weg. Das ist ja eigentlich das Vorrecht, dass man dann da direkt durchpreschen darf. Ich bin auch der Typ, ich fahre auch mal gegen die Rettungsgasse, weißt du? Ah ja, da können wir noch richtig was lernen vom Werner. Ein bisschen was Wertvolles hier. Ich habe keine Haltestelle, ich fahre mal weiter. Und perfekte Timing, perfektes Timing. Doch, das wäre deine Haltestelle gewesen. Ich habe keine angezeichnet tatsächlich. Oh nein, ich muss nochmal zurückfahren. Viel zu bald. Nö, obwohl, wenn du dran vorbeigebrettert bist, nimm da auch einfach den nächsten, kriegst halt Minuspunkte. Nee, er zeigt mir an, mit einer dicken blauen Linie, dass ich nochmal umdrehen soll. Ja, dann machst du das. Ah, jetzt hat er gerade das Navi geändert. Ich glaube, ich fahre doch anders. Na, fahr ich doch. Oh, nein! Das ist einfach nur wirklich belastend. Der Randy, der macht sich immer einen schlanken Fuß. Auch letztes Mal schon ist der einfach vorgefahren und ist gefahren und gefahren und ungefahren und gefahren. Ja, ich bin gerade auf der Autobahn. Schön chillig hier. Achso, ja, ich bin schon auf der Autobahn. Ich warte auf den Werner. Ja, nee, ich warte hier auf dich. In seinem Windschatten. Ich glaube, ich komme dann nicht mehr, muss ich sagen. Mein Navi hat mich anders geleitet jetzt. Achso. So, also wir können ja mal die Zeit... Na klar, Bo. Ich nehme die U-Bahn. Dankeschön. Was? Klar? Danke, hallo, hallo, hallo. Alles gut. Die Bremse ist aber auch schlecht. Alles schick, alles schön. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Übrigens, die größte Frechheit ist, dass der Randy heute so nett zu den Fahrgästen ist. Naja. Ja, ja. Wusste schon immer, Randy. Fahr doch mal weiter, Kollege. Was ist hier los? Hm. Alter, gibt Gas. Also ich mag meinen Bus, muss ich sagen. Ja, bleibt er denn? Guten Tag, Servus, ne? Ey, das ist doch jedes Mal. Boah, wenn ich aber losfahr, jetzt, fährt das andere. Wo ihr mal nicht in der Nähe seid, der kann man auch mal einigermaßen vernünftig fahren. Das finde ich ja, schon. Genau. Ja, Werner, wie viel auf einer Skala von 1 bis gar nichts? Wie viel hast du jetzt gebraucht? Da kommt er. Da eben der, ich weiß noch nicht, ich bin gleich auf der Autobahn. Hallo, 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 hallo. Sonst alles klar bei dir, ne? Irgendwie... Weiter! Fahren Sie weiter! Stau! Ich kann mir Ansgar richtig gut vorstellen, wenn irgendwo ein Verkehrsunfall passiert, weißt du? Ich mach erst. Ich weiß erstmal. Beide Hände am Lenkrad und dann fahren Sie weiter! Fahren Sie weiter! Ich kurbel immer erstmal und dann versuch ich es erstmal mit einer verbalen Ansprache. Wahrscheinlich hast du ja sogar so einen pinken Knauf dran gemacht, ne? Oh nein, ich hänge fest! Scheiße, hast du mich ertappt? Kurz hat gefragt, ob ich einen an der Waffel habe. Ja, das ist wohl eine nicht ganz unberechtigte Frage. Jetzt sag doch mal, was du kannst, Mercedes Citaro irgendwas. Mercedes-Benz. Warum ist Werner eigentlich auf der linken Seite? Alter, warum ist mein Navi Stau? Hat sich geändert. Also, ja. Sag mal, Ansgar, schleichst du da oder was? Ich komme nicht mehr vom Fleck, ne? Das ist absoluter Kappes, den du da verbringst. Wie, was mache ich da? Ja, hier ist Stau. Ja, das ohne ist Ende. Von Randy, der Stau. Das ist richtig. Ich verlangsame den Verkehr mal kurz an, weil hier vorne ein Unfall ist. Randy fährt in der Mitte von beiden Spuren. Ich komme nicht mal weg. Wie kann man denn sich zurücksetzen lassen? Schau mal, kann es sein, dass du dumm bist oder so, Escape Randy? Escape und dann im Menü steht einmal Bus zurücksetzen. Du wolltest doch eh schon mal immer Stau haben. Jetzt kannst du es doch mal zeigen. Mann, was ist denn das hier? Wo steht zurück? Servus, Vorsicht, da wollen welche auf die Autobahn drauf. Bus zurücksetzen. Moin, auf Servus, zurück, moin. Ja, bitte. Moin, Servus. Wo bin ich jetzt? Boah. Alter, die Anzeige ist raus, Polizei ist informiert, gleich kommt das Ordnungsamt. Auf jeden Fall, auf der Autobahn. Rettungsgasse bilden, danke. Oh, super. Rettungsgasse. Hat funktioniert oder was? Ja, super, ja. Ansgar, ich bin gleich da, was machst du da? Ja, Rettungsgasse. Ja, wenn du jetzt nochmal Rettungsgasse sagst, ne, dann ist. Nein, ich auch. Hallo, Randy. Ja, servus. Randy, das kann ich nicht zeigen. Das ist fürchterlich, was du gemacht hast. Ja, das war das Top-Argument. Kann ich nicht zeigen. Ich bin zu qualitativ hochwertig. Ich geb Gas. Ich auch. Aber irgendwas backt in mir rein. Ja, was das wohl sein mag. Boxe, was das wohl sein mag. Ist ja erstaunlich, dass man nicht so richtig flüssig fahren kann, wenn man durch den Verkehr in der Mitte durchfährt. Du standest gerade rechts an der Seite, hast du abgewürgt? Hast du abgegückt? Das war sogar komplett. Ja, du. Nee, der LKW hat mich ausgebremst, weil du ihn ausgebremst hast. Ah, okay. Alles klar. Nein, wusstest du, glaube ich, auch, ne? Ja, ja. Frech. Einfach nur frech. Und auch das mit der Automatik, das wollte ich mal testen, ne?
Also ich glaube, ich kann heute kein Plus einfahren. Ah ja, das geschieht dem Richtigen, was da gerade passiert ist. Randy wackelt ja auch mit seinem Hinterteil irgendwie, so ich weiß auch nicht. Warum ist hier Stau? Auf der Autobahn war ein Unfall. Ja, das könnte an der Autobahn liegen. Warum geht's denn jetzt hier einspurig? Bis auf die Landstraße. Ach, das habe ich jetzt auch ganz verpasst hier, die Einspurigkeit. Bist du jetzt rechts vorbeigefahren? Nee, Gott sei Dank. Deine Schadenfreude kannst du dir sparen. Also meine Abkürzung hat sich gar nichts gebracht. Das Navi ist blöd. Ich sehe ihn auch gar nicht mehr auf der Karte. Ja gut, das Navi oder du halt, ne? Ich bin 1 Kilometer weg von euch. 1,2. Ja, besser ist es. Das hat ja jeder gesagt, dass es nicht sein kann, was du da für eine Tour fährst. Ja, aber weil ich nur ein bisschen an der Seite festhing. Sonst wäre ich schon vorne jetzt. Doppelte Runde im Kreisverkehr. Und der Boxe fährt auch falsch. Yay, jetzt bin ich wieder Erster. Wie schnell fährt denn so ein Boxe? Was ist das denn? Jetzt abbiegen müssen, ja, das Navi ist ganz gar nicht. Super. Ansgar, die erste Ausfahrt, die zweite Ausfahrt raus. Nicht im Kreisverkehr damit fahren. Super. Ja, ich warte hier sowieso noch. Ich hab schon wieder mitten auf der Autobahn kein Fahrzeug weiter und ich habe 40.000 Strafe bezahlt. Ui. Also ich musste bisher an einer Haltestelle anhalten. Kompliment. An einer Haltestelle? Ja, sonst konnte ich mal durchfahren. Wie, du konntest durchfahren? Man kann immer durchfahren, aber es gibt Minuspunkte. Nee, also mir wurden noch keine Ahnung angezeigt. Muss ich mal sagen. Guten Tag. Servus. Oh, moin. Der neue Bus ist echt hübsch. Zeit. Ah ja, danke, ich weiß, dass der Bus hübsch ist. Aber du bist auch hübsch. Ne? Guten Tag, gehen Sie mal bitte schneller, ja. Ich hätte hier abfahren müssen. Nein. Fahren Sie bitte weiter durch. Fahren Sie bitte weiter durch. So, Ruhe jetzt. Ja, jetzt, wir gehen rein in die Wasseraufbereitungsanlage. Wer hat eigentlich die Idee mit der Autobahn gehabt? Ja, gut. Hab ich gesagt, dass es eine gute Idee ist? Autobahn ist eigentlich immer schick. Wäre der Unfall nicht gewesen. Ich muss hier runter. So, bitte. Hochfällen. Also, gefühlt war ich die ganze Zeit beim ersten Gang Vollgas. Alter, warum kann ich jetzt nicht weiterfahren? Ja, kannst du mal bitte weiterfahren? Ja, wenn du mir reinfährst, dann kleben die Busse anscheinend aneinander. Oh, moin, Servus. Danke. Geht. Bist du jetzt gerade echt rückwärts gefahren, da ging's? Alter Schwede, fahr doch weiter, Kollege. Aber die Bremse ist auch... Ich habe die schon stärker eingestellt, aber es hat irgendwie... Ah, Moment. Wir müssen mitten auf der Straße anhalten. Ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Das geht natürlich nicht. So, wer ist der Übeltäter? Jungs, erstmal eine kleine... Wer ist es? Hallo? Wer hört hier Musik? Achtung, gleich kommt die Strafe. Hallo? So, alles gut, hab's eilig, danke. Ach, Sie sind's. Ab die Post. So, jetzt wurde ich auch noch hier von dem dreisten Busfahrer da vorne überholt. Holen wir uns hier. Tagessieg holen wir uns noch. Erwischt. Tagessieg, bist du bei der Tour de France oder was? Ja, Tour de Bus, man kennt ihn. Ah ja, danke, dass meine Türen nicht aufgehen. Ja, bitte. Wie hast du denn verschlossen? Ja, das ist eine gute Frage. Ist es wieder soweit? Junge Dame, wollen Sie ins Altersheim? So. Dankeschön, Sie sind auch hübsch. Melden Sie sich ruhig mal. Das ist aber eine einzige Frechheit, was hier wieder passiert, weißt du? Aber nur, wenn Sie pansexuell sind. So, weiter geht's. Media Center Astra. Ja, das war da mal wieder die Altersbeschränkung. Ach, schade, das war Boxe jetzt gerade. Ich dachte, es hätte jetzt so ein NPC gesagt. Das wäre cool gewesen. Stopp. Danke. Jo, und sonst so? Ich weiß nicht, was du da genau machst gerade, aber es sieht lustig alles aus. Alles gut. Alles gut. Alles everything under control. Der vor mir fährt ein bisschen komisch. Werner, sag mal, merkst du eigentlich noch was? Ich hab den schönsten Bus im ganzen Land. Bekannte Person drückt auf gefällt mir. Also, ich muss die Autos einmal so ein bisschen anschubsen, damit die weiterfahren. Verrückt. Absolut verrückt. Komische Gegend hier. Was ist da vorne los? Ist da eine Ampel? Nö, eine Kreuzung. Okay. Und es wäre auch schön, ich meine, Boxe, Sie kennen ja die Striche auf der Fahrbahn, ne? Das ist eine Fahrbahnmitte. Ja. Da sollten Sie sich auch in Ihrer Bahn einordnen. Ah, okay. Bahn. Ah ja, jetzt würde ich sagen. Naja. Okay, Sie wollen ja nicht in der letzten Tür auffahren. Oh ja.
Perfektes Timing, wir gehen rein in die Slots. Das läuft. Der Postbus. Für Qualität bekannt. Beim Verlassen der Haltestelle geblinkt. Sehr gut. Aber hier läuft. Sachsen-Display und Boxe stehen gerade. Ja, Stau. Oh ja, hier ist ein dicker Stau. Oh nee. Selbst verursacht wieder? Nö. NPC verursacht. Ah ja. Ist halt eine Kreuzung, keine Ampel, ne? Für Ampeln hat es nicht mehr gereicht in der Produktion. Oh nee, das ist hier. Hallo. Ich hab's doch eilig, Mensch. Ich hab's doch eilig. Zieh den Nummer. Terminfracht. Wie bin ich denn hier gelandet? Hörst du mal auf zu hupen da hinten, sonst komme ich nach hinten da. Ja, komm doch. Alter, was machen die denn da? Ja, nicht, jetzt staut sich's an der anderen Kreuzung, deswegen staut sich's hier. Wenn er weiß, das ist eine gute Idee jetzt sozusagen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Aber ich weiß nicht, ich will da tatsächlich sehr, sehr... Und jetzt hängt's erstmal am Zwischenstück. Und jetzt ist es, glaube ich, an mir zu überholen. So. Das macht er jetzt nicht. Das macht er jetzt nicht. Der 31er da. Das ist vielleicht nicht ganz korrekt, was ich da mache, aber ich habe hier eine Mission. Ich muss die Leute ans Ziel bringen. Randy. Ja. Würdest du bitte links beim Bürgersteig überholen? Wäre das möglich? Nö. Mahlzeit, Jungs. Werner, was machst du da? Ich fahre hier. Wo bist du hergefahren? Ich bin eine Straße vor abgebogen. Damit, meine Damen und Herren, sind wir wieder vorne. Die glauben ja wohl nicht, dass das was wird. Ja. No. Alter! Super. Jungs, ich fahr da mal auf die Autobahn, ne? Das ist so fürchterlich, was wir hier fabrizieren. So. Warum nutzen Sie nicht den Bürgersteig hier? Ich hab schon wieder 40.000 Meter. Ja, weil ich das weiß konnte. Nicht warum, ey. Ich hab noch Sinn und Anstand. Ich war. Ja, genau. Tu bitte nicht so. Ja. Sinn und Anstand, Mann. Es ist ein Kreisverkehr. Ist das lustig dran? Das ist ein Kreisverkehr, da fädelt man sich ein. Bleibt nicht stehen, bitte. Hallo. Außer in Frankreich. Wieso? In Frankreich ist das Gesetz, dass alle, die drin sind, die Leute reinlassen müssen. Hä? Ja. Okay, da knallt's doch. Ja, die Franzosen fahren eh so, wie sie lustig sind. Also von daher. Das ist so. Wieso ist der Werner jetzt schon auf der Autobahn? Ja, ich habe eine Straße davor abgebogen. Bei mir war keine Haltestelle mehr. Somit bin ich einfach eins früh abgebogen. Bei dir war keine Haltestelle mehr? Nee. Warum? Boxe, was machst du? Wieso? Achso, du bist gerade... Und was ist hier wieder mit den 40.000? Achso, 40 ist so klar, wenn du zu schnell irgendwo dagegen rammelst und wenn du weiterfahren kannst, ist es halt ist. Ne? Hatte ich vorhin so schon gehabt. Aber ich bin überhaupt nirgendwo gegen gerammelt. Ne, das reicht nur, wenn du streichelst. Hohe Geschwindigkeit und streicheln, doch. Sonst kommt's ja nicht. Doch. Nein, ich war hier ganz normal auf der Autobahn. Hast ja, Bodenwelle, Buckel. Nee. Also ich glaube, meine Fahrgäste fühlen sich hier sehr, sehr wohl. Ja, meine gerade auch. Aber ich bin liegt aber auch daran, gefahren. Dass der Sachsen-Player wieder mal 0,2 Kilometer entfernt ist. Naja, bin Fahrbuch 69, ne? Also von daher... Mehr geht nicht. Uiu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 
So, Mahlzeit. Grüß dich, Kollege. Ich mache hier kurz die Ticketkontrolle. Und freue Fahrt. Ich habe nur einen. Aber nicht weiterfahren, okay, bitte. Stehen bleiben. Wieso? Ja, weil ich Ticketkontrolle mache. Ich muss wieder zurück. Ja, dann. Machen Sie. So, wo haben wir denn den ersten? Nächster Halt. Media Center. Ah, okay. Hä? Wieso haben denn alle hier eine Fahrkarte? Ja, du! Machen Sie mir einmal die Tür hinten auf, bitte. Na, no, Biggie. Danke. Alle sauber. Ja, das super, kannst du nicht glauben. Das freut mich. Ich meine, ist ja auch 1er Qualität hier mit der... Oh, ich bin schon an der Endstation, Jungs. Wo seid ihr denn? Wer bin ich hinter dir? 200 Meter. Dann bin ich bei Ihnen. Ja, der LKW. Er hat eine Panne hier. Oh nein. Muss abgeschleppt werden? Werner Witt hat schon wieder ein Geschäft. Ach, ich euch, Jungs. Bitte alle aussteigen. Gut. Auch hier muss ich nicht anhalten. Oh, da fahr ich mal weiter. Das Süße. Dann mach ich mal jetzt den Warnblinker hier rein. Wiedersehen. Dankeschön fürs dabei sein. Also, den Motor stell mal ab. Super Nummer. Mir werden teilweise Bushaltestellen nicht angezeigt. Ja, kenn ich. Und dann steht da, sie haben was auch immer ausgelassen. Ey, das ist Quatsch, dass dir das nicht angezeigt wird. Ja doch, da ist dann einfach nur eine blaue Linie, aber sobald du das Gelbe auf dem Boden hast, musst du an der Haltestelle anhalten. Ja, beziehungsweise solange die Linie nur blau ist und nicht hellblau, weiß man doch, wo man anhalten muss. Das ist so vom Spiel gewollt. Nee. Doch. Niemals. Doch, doch. Jetzt zum Beispiel wird mir die Haltestelle wieder angezeigt. Oh, da vorne ist Werner. Kann man eigentlich den Nothammer verwenden? Nee. Das wäre zu viel des Guten. Das ist den, da ist den den für die Folge verwendet. Und fragwürdig. Oh, Randy, moin. Moin, können Sie ein bisschen weiter fahren? Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Oh, ich glaube. Ja, würde gerade sagen, Randy, bist du ein Hamburger, du? Hier steht, die übrigen Passagiere nehmen den nächsten Bus. Fahr also weiter. Jetzt ja, frage ich auch mich, welchen nächsten Bus eigentlich? Wer hat diese Bushaltestelle hier wohl ausgelassen? Tja. Fragen über Fragen. Galileo Mysteries aktiviert und informiert. Du, Randy, wenn du die Straße sperrst, dann fahre ich hier rückwärts rein. Rückwärts? Wo rückwärts? Ja, hier ist so eine Straße, wo man rückwärts reinfahren könnte. Ich guck grad mal her. Alter! Warte, ist noch ein grüner? Ja, das ist gut. Warte. Fahr ich mal rückwärts rein. Kleinen Moment. Jo, sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Komm, warte, ich muss da rückwärts rein. Ja, warten so Sie, warten Sie. Ja. Ich glaube, ich bin hier. Ah, da sind Sie wieder. Da wurden Sie zurückgesetzt, weil Sie eine Passagierin überfahren haben. Das stimmt. Wo sind Sie denn jetzt? Er ist wieder hinter mir. Aber wir können ja hier einfach in zweiter und dritter Reihe parken, ist ja kein Problem. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich bin schon gespannt, wie viel Miesen wir diesmal gemacht haben. Reichlich, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist noch schlimmer als letztes Mal. Das wird reichlich gewesen sein. Ja, also Strecke beendet, wurden sie auf ihre Mitspieler. Mach mal. Ich mach sogar noch Warnblinker an, weil ich so nett bin. Das hat schon Gaudi gemacht, muss ich sagen. Definitiv. Gutes Spiel, ich kann es nur empfehlen. Wo bist du denn jetzt so, Ansgar? Ja, nee, fahren Sie mal bitte zurück. Wirklich. Einfach mal zurück. Faktor. Garantiert. Achso, nee, halt, da steht ein Auto. Ja, kommen Sie da in die dritte Reihe irgendwie? Ich wollte eigentlich hier parken, hinter dem Smiley-Dingens. Ja, aber da kann doch der Busfahrer vom Nordrhein nicht mehr ausladen. Ja, warte mal, Nordrhein. Da fahr ich hier auf. Ich hab noch ein paar Fahrgäste dabei. Boah, hier kommt eine richtige Karawane an Leuten. Fahren Sie rechts vorbei. Ja, du musst rechts vorbei, weil es geht nicht weiter. Wieso kommen hier so viele Leute auf einmal? Im Moment vorsichtig. Naja, das waren meine Fahrgäste. Dürfen ich noch zusteigen eben? Ja, klar, sicher. Steigen Sie doch zu. Jetzt ist die Tür hier verriegelt. Welche? Moment, ich muss kurz... Ja, kommen Sie kurz rein, bitte. Ich entriegel Sie. Na, ist okay, ich hab schon. Ah, ist schon. Die haben ja alle gültige... Oh, ich hab einen gefunden. Ein anderer Spieler hat in deinem Bus einen Schwarzfahrer geschnappt. Ich mach die Tür nicht auf. Wir warten auf die Polizei. Der bleibt hier. Er bleibt hier. Fahren mit verriegelten Türen. Ich habe nichts gemacht. Eine Regel. Ich schwöre, nein, ich habe es nicht gemacht.
Du warst jetzt aber der Einzige, der da dran war. Ja, ich weiß warum. Pass mal auf. Nee, schau mal, ich weiß warum. Wenn man da durch den Bus geht und die kontrolliert, kommt man vielleicht an diese Dinger. Und dadurch entriegelt man die. Oder sperrt man die. Sperrt man die. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Müssen Sie leider vorne und hinten rausgehen. Ja, passt. Mein Kollege, der Kontrolleur, hat hier mal wieder die Tür kaputt gemacht. Weißt du, warum ich gesperrt habe? Weil ich hier einen gefasst habe. Ach so, okay. Ja, dann ist in Ordnung. Du hast die Konvoi-Mission erfolgreich beendet. Das ist doch schön. Oh nein! Oi, 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 oi. Oh, so viele Pluspunkte. Oh ja. Da muss ich auch ganze 0 Sterne hat es bei mir gereicht. Da bin ich doch jetzt ein bisschen überrascht. Sterne. Zwei ich habe auch zwei. Zwei Sterne. Ja, ja. 9 Millionen haben wir eingenommen. 9000 haben wir eingenommen. Ich habe 1,1 Millionen Kollisionen verursacht. Ich auch. 250 bei roter Ampeln. Ist das also die Gesamtzusammenfassung? Das wird zusammengerechnet. Ah, das wird zusammengerechnet. Ja, 1000 Euro fürs Rasen und insgesamt haben wir angeblich 6 Fußgänger über. Nee, 3 Fußgänger über. Also wir haben mit dieser Fahrt 1 Million miese gemacht. Das ist doch nicht schlecht. Jo. Wunderbar. Das war's aber jetzt wieder von unserer Fahrt hier. Das heißt, wir sind nochmal durchgestartet. In den nächsten Folgen, falls es da noch welche gibt, geht es dann natürlich wieder ordentlich weiter. Aber ich glaube, allen war klar. 10-mal hat jemand einen Bordstein erwischt. Wahnsinn. 72 Kollisionen. Das kann nicht 2-mal gewesen sein, sorry. 72 Kollisionen insgesamt. Nur du. Wir sind gute Busfahrer. Ja, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, ganz klar. Und einfach auch mal das Video an die örtliche Busbehörde schicken, ne? Dass sie mal wissen, wie man ordentlich Bus fährt. Wann machen wir die nächste Folge? Och, bei welchem Goal? Irgendwann mal im Jahr. Achso, bei welchem Goal? Ja, Ich glaube, wir müssten erstmal einen Bus finden, was uns Busfahren beibringt. 5000 Likes, sagen wir jetzt einfach mal. Ja, wenn das ist unwahrscheinlich, das wird nicht passieren. Wenn das passiert ist, dann gibt's die nächste Folge. Genau. Also immer schön bei Werner bitte, nicht bei Werner, bei Ansgar zentriert liken, dann wird das auch was. Und dann kriegt er eure nächste Folge auch. In dem Sinne. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Bis gern.